Moin. Also irgendwann, Steffen, müssen wir Baufreiheit haben. Schon, was wir jetzt machen, ist nicht legal. An den Decken ran ist noch Strom in der Leitung. Kann ich irgendwann nicht mehr verantworten. Nur weil sie so einen Juten da zum Chef haben. Das Angebot mit dem Container steht übrigens immer noch. Ja. Was ist schon umsonst? Hat das nicht noch ein paar Tage Zeit? Ein paar Tage schon, aber irgendwann müssen sie sich festlegen. Issi! Die Polizei ist dran. Ihre Tochter und Steffen sind in der Klemme. Steffen soll ein Auto geknackt haben. Also, und jetzt wollen sie wissen, ob sie hier gleich hinkommen wollen oder ob sie erstmal auf die Wache bringen sollen. Wo denn? Pfalzburger Ecke Düsseldorfer. Können Sie mal sehen, so geht es bei uns ständig. Wo ist das? Wenn Sie von hier aus über die Invaliden fahren, was ich aber nicht machen würde. Quatsch, Sie kennen doch einen Hohenzollern-Damm. Hohenzollern-Damm würde ich nicht nehmen. Um die Zeit? Wieso denn nicht? Wann denn sonst? Eine halbe Stunde später. Na, und dann sind alle weg. Und sie ist da. Na toll. Na, was ist denn nun? Mann! Was will der denn? Aber du lass mich doch mal vorbei! Ich krieg es. Das kann nicht wahr sein. Verkehrserziehung oder was? Mein Gott! Mich an die Vorschriften. 30 beziehungsweise 50 und nicht einen Strich mehr wird Zeit, dass ihr aus dem Ostend immer fahren lernt. Und wenn nicht, dann müssen wir euch dazu zwingen. Und jetzt hören Sie auf, mich zu behindern. Ich behindere Sie? Ich zeige Sie an. Können Sie sich vorstellen, dass man es einfach mal eiliger hat, als die Polizei erlaubt? Ach so, jetzt habt ihr es eilig. 40 Jahre lang gepennt und jetzt rasen. Sie sind doch einfach nur ein altes Denunziantenarschloch. Mann, was ist hier los? Ich muss hier durch, ich muss zur Arbeit machen. Los jetzt. Guck mal, spielt ihr da vorne jetzt? Hab okay. Ich das gesehen? Mach mal weiter, kommt. Suchen Sie jemand, junge Frau? Ja, die Polizei? Ach, die sind gerade eben weg mit den beiden Jüngern. Zur Wache möchte ich mal sagen. Können Sie mir vielleicht sagen, wo das ist? Na ja, wir haben ja zwei hier. Und das kommt eben ganz drauf an, was die beiden angestellt haben, ne? Also der eine ist am Kuhdamm, direkt an der Georgenstraße oder so fast direkt. Und der andere, der ist an der Rudolstädter. Sie sind wohl aus dem Osten, ne? Na gut, also der Rudolstädter ist, da müssen Sie den Damm runterfahren, bis kurz vor der Autobahn, ja? Und dann die letzte links rennen, ja? Ja, gut, danke. Na und Kuhdamm? Den werden Sie ja wohl kennen, wa? Wahrscheinlich war alles meine Schuld, weil ich ihm nicht geglaubt habe, dass er ein Auto in Gang bringen kann. Das darfst du so sehen, mein Schatz. Wenn ein Kerl, und das will ja mal einer werden, ein Satz anfängt mit Wetten das, dann sagst du als Frau grundsätzlich, ich glaub dir, dass du das kannst, mein Lieber. Und du willst ja meine Frau werden, aber damit kann man nicht früh genug anfangen. Von Wetten war nicht die Rede. Ich habe nur gesagt, ich kann es mit dem Schraubenzieher. Und ohne, dass jemand was merkt. Was dann ja wohl nicht so ganz geklappt hat. Der Besitzer hätte nichts gemerkt, nicht mal am Lack. Außerdem wollten wir ja nicht fahren. Ist das Fakt?
Das Auto hatte zwar einige Lackschäden, aber keine frischen. Hast du den Wagen denn bewegt? Hat er ihn bewegt? Ich meine, hat er im Straßenverkehr teilgenommen? Ja, dazu ist es ja gar nicht gekommen. Wir waren eher da. Allerdings war die Parklücke ziemlich eng, so dass der Wagen regelrecht eingekeilt war. Wetten, dass ich ihn rausgekriegt hätte? Ich glaub dir das, mein lieber Steff. Wissen Sie, was wir zurzeit mit Autodiebstahl am Hals haben? Das weiß ich. Ist denn der Besitzer informiert worden? Wir kennen den Wagen. Er steht seit Wochen da, unverändert. Gewundert hat's uns nur, dass er den Wagen wirklich angekriegt hat. Der Besitzer ist uns bekannt, aber nicht erreichbar. Hm. Wahrscheinlich ist er längst abgemeldet und steht da zum Schrott. Dann kann ich die beiden wohl jetzt mitnehmen. Also nun möchte ich mal wissen, was hattet ihr eigentlich mitten im tiefen Westen zu tun, ne? Siehst du, Mama, das mit den Osten und Westen ist eigentlich ganz egal, oder? Herr, Entschuldigung, mein Name ist Isenthal. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Ich meine, meine Reaktion vorhin, die war ja gelinde gesagt ein bisschen überzogen, aber ich war so in Rage wegen. Jedenfalls tun mir meine Worte leid und auch die Sache mit den Ohren. Entschuldigen Sie bitte. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Telefon. Was ist denn mit dem Summer? Kaputt. Alles kaputt in der Kanzlei. Ah, willkommen. Unverhofft kommt oft. Auf dich habe ich gewartet. Du kannst gleich mal in den Keller gehen und Akten in die Kisten packen. Das ist übrigens Senta, unsere Noch-Sekretärin. Das ist mein Mann, Herr Lieber. Wir kennen uns schon. Ja. Danke. Ach, entschuldigt. Richtig. Ich stehe langsam durch, aber nur ganz langsam. Barbara ist in der Schule? Nein, sie ist mit ihrem Freund Steffen unterwegs, glaube ich. Jedenfalls vielleicht Autos aufknacken oder irgendwelche Software, ja. Irgendwas in der Art. Den Koffer würde ich an deiner Stelle nicht auspacken. Wir sind praktisch schon unterwegs. Geh mal rein, geh mal. Moment. Es ist also beschlossene Sache. Du machst dicht und wir... Senta und ich stehen sozusagen auf der Straße. Die Entscheidung wird nach dem Gespräch mit diesem Herrn hier fallen, nachdem ich weiß, was ihn hierher treibt und was er für Pläne hat. Eine schöne, anrührende Familienszene, was? Hat eine ziemlich feste Hand, unsere Issy. An dem seiner Stelle würde ich jetzt nicht in seine Haut stecken. Ich muss ihm die Sporen geben. Sonst bewegt er sich nicht, der vollgefressene Glatzkopf. Ist eine halbe Ewigkeit weg, der Mann. Und ja wohl nicht Alena? Wenn ich richtig verstanden habe, handelt es sich um meine Vorgängerin. Und dann steht da plötzlich mit zwei Koffern vor der Tür. Hier bin ich. Was steht an? Als wenn nichts gewesen wäre. Typisch Politiker. Ist er nur im Bundestag eigentlich noch oder nicht? Zwei riesengroße Koffer, würde ich eher sagen, nicht. Hm. Das würde mir nur wieder imponieren bei den Diäten. Irgendwie könnte man sich glatt vor die Tür gesetzt vorkommen. Hm, irgendwie ja. Aber sehen Sie mal nicht so verbissen, Chef. Alles hat mal ein Ende, auch die schönste Büroliebe. Wenn nämlich das Büro flöten geht. Aber Sie haben ja wohl schon für eine weiche Landung gesorgt, wa? Senta, mein Schatz, ich weiß gar nicht, was die anderen gegen dich haben. Ich würde dich ganz gern mitnehmen. Aber das ist ein Problem. Lena, mit der kannst du ja nicht. Und ich muss aus verschiedenen Gründen mein neues Büro in Ihrer Wohnung aufmachen. Es kostet mich nichts. Ich habe mich auch verpflichtet, ein Auge auf dieses Weib zu haben, verstehst du? Hm, so kann man es auch nennen. Senta. Aber nur eine unsensible Bemerkung. Dafür müsste ich dir eigentlich deinen kleinen Schnurrbart abrasieren. Das ist schließlich meine Privatsphäre, aber gut. Wenn du trotzdem mitkommst, dann würde ich dir eine Gehaltserhöhung anbieten. Ich spar's ja an der Miete und... wieder raus. Lena ist ja den ganzen Tag nicht da praktisch. Die turnt auf irgendwelchen Vorlesungen und Seminaren rum. Die macht was? Sie wird Betriebswirt. Sie wird was? Betriebswirt. Wer nicht wird, wird Betriebswirt. Wie lange will die das durchhalten? Sie muss. Sie hat einen Knebelvertrag mit mir. Und der Pferdefuß? Pferdefuß? Sehe ich so aus? Könnte ja Urlaub machen. Solange ist sie baut. Mal weg für eine Zeit und dann wieder anfangen. 200 Mark? Ich fand's eigentlich ziemlich interessant hier im Osten. Mal was anderes. Irgendwie, wie soll ich mal ausquetschen? Prickelnder, wenn sie verstehen, was ich meine. Hm.
250 Mark. Also anfangs da hatte ich gar Schwierigkeiten. Aber langsam verstehe ich, was die für eine Seele haben. 275 Mark. 3 Monate rückwirkend. Das ist eine Situation, in die man Menschen eigentlich nicht bringen sollte. Ich hab da eine Beziehung zu Isin entwickelt und sie doch auch. Wo würdest du denn Urlaub machen? New York. Ich zahle dir den Flug. Das würden Sie machen? Zu dir habe ich nämlich auch eine Beziehung entwickelt. Unter Vorbehalt, Chef. Wegen Lena. Wenn die sich nicht zurückhält, denn... Robert! Lieber Robert, liebe Senta, wir machen dicht, bis alles wieder steht. Nicht heute, nicht morgen. Die laufenden Fälle müssen ja abgearbeitet werden. Und dann fangen wir neu an. Und dich, Robert, muss ich mir ja keine Sorgen machen. Aber mit dir würde ich gerne reden, Senta. Sollte das ein Versuch sein, Senta abzuwerben, so muss ich dich enttäuschen. Ich habe sie bereits engagiert. Stimmt das? Kann ich jetzt vielleicht du zu ihnen sagen? Das habe ich dir doch schon x-mal vorgeschlagen. Ja, also das stimmt, was der Chef gesagt hat. Ist mir aber nicht leicht gefallen, Issi, kannst du mal glauben. Aber der Chef hat einfach so überzeugende Argumente ins Feld geführt. Und wenn ich dich zuerst gefragt hätte? Weg zu dir gekommen. Na, da hat er aber Glück gehabt. Mhm. Naja, andererseits hat er ja auch ältere Rechte an meiner Arbeitskraft. Ich hab Finnen gelernt bei ihm. Bei dir aber auch. Sachen, die ich bei ihm nie gelernt hatte. Issi, sei bitte nicht zu sauer, ja? Ja. Ich könnte mich ja mal rumhören wegen Ersatz und ich könnte die dann ja vielleicht auch einarbeiten, wenn Liebling da mitmacht. Ich meine, in letzter Zeit ist das ja nicht mehr so gut gelaufen wie zu Anfang. Ist immer nicht so verbissen. Im Grunde genommen kann ich ihn leiden und er mich. Aber jetzt kommt eben was anderes. Kann ich dich mal was fragen? Mhm. Was machst du jetzt eigentlich mit deinem Mann? Ich meine, wir lassen uns scheiden. Im beiderseitigen Einvernehmen. Schon mal, weil es billiger ist. Lange genug getrennt sind wir ja. Solange hier gebaut wird, ziehen wir aufs Land in unsere Laube. Geht Barbara mal ein Jahr an die Landschule. Und dann fangen wir neu an. Ach, so macht man das. Mhm. So macht man das. Von der Politik hat er den Kanal voll. Und von der Madame? Wohl auch. Nur warum? Das muss ich noch rauskriegen. Tja, ist wohl doch nicht alles so gelaufen, wie er sich gedacht hat. Und du hast dir gedacht, wenn einer ihn will, dann soll man den nicht zwingen zu bleiben. Das ist besser, als wenn er immer denkt, weg, bloß gegangen. Das könnte ich nicht. So ein Typ wäre einfach allemal Luft für mich. Issi, ich bewundere dir. Lass mal, das mache ich schon allein. Ist Post da? Ausnahmsweise ja. Die Madame, das war ja wohl meine Vorgängerin. Mhm. Waren die gut? Mhm, ja. Aber die würdest du nicht wieder einstellen? Ja, das ja wohl nicht. Selbst du nicht? Selbst ich nicht. Ach, das erleichtert mich irgendwie. Ich dachte schon, das müsste man jetzt auch noch können. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja eine Schadensersatzforderung. In Höhe von... Oh, ich warte nicht mehr. Und das ist ja ein Strafbefehl. Gegen dich. Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung. Nasenbein verletzt? Bluterguss? Denunzianten-Arschloch. Auto blockiert? 30.000. Und Führerschein weg. Das ist ja wohl eine Verwechslung. Leider nicht. Da habe ich mich bei dem Kerl entschuldigt. Das ist dir passiert? Da musst du aber ganz schön in Brass gewesen sein. Ja. Wäre ich bloß weitergefahren. Aber man kann doch nicht immer alles wegstecken. Hm. Brauchst einen guten Anwalt. Du
bist also nicht ganz bei Trost gewesen. Ich hatte es eilig. Barbara und Steffen standen auf der Straße mit der Polizei. Steffen hat ein Auto aufgemacht. Aufgemacht? Ja. Wahrscheinlich ein ausländisches. Ja, Deutscher ging es gar nicht. Ein VW. Gott sei Dank nicht gefahren. Was das für ihn bedeutet, muss ich dir nicht erklären. Warum bist du nicht einfach weitergefahren? Da bin ich eben nicht. Du kennst ja solche Typen. Denen muss man einfach mal die Meinung sagen. Eine Viertelstunde hat der mit mir Verkehrserziehung gespielt, als wenn er nichts Besseres zu tun hatte. Wahrscheinlich eine Ex-Bulle. Frühpensioniert, dauerfrustriert, zwanghaft und deutsch. Ja, deutsch. Ihr aus dem Osten müsst endlich mal begreifen, wie man sich auf der deutschen Straße benimmt. Das ist gut. Und dafür gleich misshandeln, beleidigen und nötigen? Also, ich erkenne dich nicht wieder. Du bist so anders geworden, seit du Skinheads verteidigst. Ich muss ihn einfach einklemmen. Sonst wäre er doch weg. Und meine Meinung musste ich ihm auch sagen. Und misshandelt habe ich ihn keineswegs. Ich habe ihm an den Ohren gefasst. Aber eher zärtlich und einen Kopf geschüttelt. Aber du von wegen Ohrfeigen. Aber Denunzianten-Arschloch ist gefallen. Zeugen? Ja, da war so einer in einem blauen Auto. Wie hieß der? Was denn? Du hast seinen Namen? Was? Ach, ich meine das Auto. Das war so mit einem... Mit vier Rädern? Und mir ist irgendwie nicht zum Lachen. So, hier stehen allerhand Autos. Und nun zeig mir mal, wie dieses Auto ausgesehen hat. Fiesta, glaube ich. Das dritte hier? Ja. Sofort Fiesta. Nee, aber blau, glaube ich. Annonce. Fahrer eines blauen Ford Fiesta am so und so viel, so und so viel, so und so viel Uhr wird als Zeuge gesucht. Wahrscheinlich Berliner Kennzeichen und so weiter. Was lag in Nadel im Heusen? Ja, trotzdem. Heißt das, du vertrittst mich? Nur gegen Honorar. Die Nötigung und die Beleidigung kriegen wir sowieso niemals weg. Aber das schlimmste Übel ist ja die Körperverletzung. Nun zeig mir mal, wie du das gemacht hast mit seinen Löffeln. Hier, zeig mir es. Nun mach schon. Denunzianten Arschloch! Ja, und genau das ist verboten. Und wie hast du es mit den Backpfeifen gemacht? Ich hab ihn nicht geschlagen. Schon gut, war nur ein Test. Denkst du, ich drück dir die Hucke voll? Du wirst staunen, wie du diesen armen Mann fertig gemacht hast. Für sein ganzes restliches Leben. Ich habe ihn ja gleich darauf auf der Polizeiwache getroffen. Mich bei ihm entschuldigt. Der hat den Kopf verbannt, als hätte er einen Genickbruch gehabt. Oh Gott. Und er? Das ist ja das Allerschlimmste, dass du obendrein noch die Ehefrau eines sogenannten Prominenten bist. Da wird sich die Blödzeitung draufstürzen. Und da werden sich anschließend alle anderen blöden Zeitungen draufstürzen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Die Moral der Isenthal. Die Rechtsanwältin mit der eisernen Faust. Lassen Sie sich scheiden, Herr Isenthal. Der sieht doch nicht jünger aus als ich, der vollgefressene Glatzkopf. Bleibt er in der Politik? Ja, in der Politik ja, nur nicht in der Partei. Das heißt, er behält sein Mandat. Mhm. Das müsste ja eine schöne Wahlhilfe für ihn sein. Das ist sein Problem. Was hast du ausgesagt? Dass er dich nicht vorbeilassen wollte und dass du ihn schließlich gestoppt hast, um ihn zur Rede zu stellen. Dieser vorbildliche Bürger hat mich geradezu verfolgt. Ich denke, du bist hinter ihm hergefahren. Naja, eine Zeit lang. Dass ich links weg, was er nicht verhindern konnte. Und plötzlich zwei Straßen weiter war der wieder vor mir. Und das gleiche Spiel ging von vorne los. Er links raus, wenn ich vorbei wollte, auf die Bremsen, wenn ich hinter ihm war. Der Ossi konnte mal zeigen, wer Herr im Lande ist. Du leidest nicht unter Verfolgungswahn? Bist du nun mein Anwalt oder nicht? Genau so hat der sich eingelassen. Ihr aus dem Osten müsst endlich mal fahren lernen. Und kann es nicht sein, dass du zu schnell gefahren bist? Guckst du mal auf den Tacho, wenn du es eilig hast? Tacho ist dieses Geschwindigkeitsding, ne? Nee, ist eine Herzkrankheit. Ja, Mensch, ich bin ewig lange nicht Auto gefahren. Außerdem zu schnell oder nicht zu schnell, das ist doch mein Problem. Na, der Mann hat das wahrscheinlich als eine außergewöhnliche Art von Verkehrserziehung angesehen. Ist auch verständlich in deinem Fall. Blockwart. Ja, immer raus damit. Noch sind wir nicht vor Gericht. Ein bisschen komme ich mir so vor. Da siehst du mal, wie man sich als Mandant fühlt. Übrigens, Blockwart gehört auch zu den Beleidigungen. Ja. Jedenfalls, ich erhebe Einspruch gegen den Strafbefehl. Insbesondere gegen die darin enthaltene Anschuldigung wegen Körperverletzung. Und gegen den Entzug der Fahrerlaubnis? Ich habe jemanden, der Auto fährt, wenn es sein muss. So. Senta, spitz den Bleistift. In der Strafsache gegen Isolde Isenthal zeige ich gemäß beiliegender Vollmacht an,
dass ich die Verteidigung von Frau Isenthal übernommen habe. Gegen den Strafbefehl vom 9.3. lege ich Einspruch ein. Ich bitte, mir Akteneinsicht zu gewähren und mir mitzuteilen, wann die Akte zur Mitnahme auf die Dauer von 3 Tagen bereit liegt. Wegen der Abstimmung des Hauptverhandlungstermins werde ich mich nach Akteneinsichtnahme mit dem zuständigen Richter in Verbindung setzen. Also, Fahrschullehrer war der. Habe ich ja noch gar nicht so falsch gelegen, ne? Hör dir das mal an. Herr Klengel war stets ein treuer und zuverlässiger Mitarbeiter unserer Gesellschaft. Hm? In 3,5-jähriger Praxis an keinem Unfall beteiligt, weder passiv noch aktiv. Leistete hervorragendes bei der Ausbildung des Nachwuchses, den Anfechtungen des Gewerbes ausnahmslos Stempel. Was meinen wir damit? Ich weiß nicht, Geld oder Bestechung. Vielleicht gibt es auch Frauen, die ihren Mangel an Fahrkunst durch Kuscheln oder so kompensieren. So was gab es auch bei euch? Bei uns gab es alles, was es bei euch gab. Von einigen Sachen abgesehen, etwa dass Frauen Fahrschullehrer geohrfeigt hätten. Ich hab ihn doch nicht geohrfeigt. Ich glaub's dir. Aber was machen wir, wenn das Gericht Ihnen glaubt? Hast du die Gutachten gesehen? Die klingen wie aus Bosnien-Herzegowina. Hier, sein Hausarzt zum Beispiel bestätigt ihm das Hämatom. Sein Hals-Nasen-Ohrenarzt eine Innenohrschwerhörigkeit. Sein Orthopäde Probleme mit der Halswirbelsäule. Sein Augenarzt ein wiederkehrendes Lidzucken. Hier. Und sein Internist wiederkehrende Kopfschmerzen. Und sein Zahnarzt? Da war er noch nicht. Da geht er aber noch hin. Ich habe das Gefühl, der will sich auf meine Kosten gesundheitlich sanieren. Der Verdacht könnte aufkommen. Hoffentlich auch beim Richter. Jedenfalls müssen wir was tun. Ja, Senta, bist du dran? Ich verstehe kein Wort. Ich sagte, Senta, bist du dran? Wer läuft? Moment mal, diese Presslufthämmer laufen. Ja. Senta, komm, sag den Leuten, ich habe erlaubt, die Hämmer dürfen morgen laufen und nicht heute. Oh. Also bring das in Ordnung und ruf dann sofort hierher zurück. Dann darf dir nicht den kleinen Finger geben und schon gar nicht aus dem Haus gehen. Weißt du was, schwing dich in dein Auto und fahr nach Hause. Ich bleib hier an der Front. Ach so, du darfst ja gar nicht fahren. Nein. Tja, das ist eine dumme Sache. Du würdest einen guten Folterknecht abgeben. Ja, Senta. Pass auf, Strafsache Isenthal, Aktenzeichen. An den Richter am Amtsgericht Tiergarten, Herrn Kowalski. Sehr geehrter und so weiter, in der vorbezeichneten Strafsache möchte ich mich adäquat vorbereiten. Ja, ich mache langsamer. Besonders was die medizinischen Aspekte angeht. Den mir zur Einsicht überlassenen Akten liegen zwar diverse Atteste bei, jedoch nicht die dazugehörenden Krankengeschichten. Hast du? Ich möchte vermeiden, in der Hauptverhandlung Antrag auf Beiziehung derselben zu stellen oder gar auf Unterbrechung. Bitte sorgen Sie doch dafür und so weiter. Du weißt Bescheid. Ja, nicht weiß ich Bescheid. Wie geht denn der Satz zu Ende? Wo sitzt ihn überhaupt? Du weißt nicht, wie der Satz zu Ende geht? Ich bin hier beim Gericht. Ach, da können Sie das doch von da aus rüberfaxen. Ja, das könnte ich, aber meine Klaue kann doch kein Mensch lesen. Also fax das Ganze sofort rüber und fertig. Senta, versuch bitte unseren Freund Jan zu erreichen. Stell fest, ob er inzwischen eine reguläre Lizenz als Detektiv hat. Ob er alle Werkzeuge hat, die er dafür braucht. Und ob er freie Kapazität hat. Vor allem aber, ob er ein Auto hat. Und wenn er keins hat? Wie, wenn er keins hat, soll er sich eins mieten. Frag ihn, was er pro Stunde kostet, und dann soll er sich bei mir melden. Und du rufst zurück. Genau. Was soll ich mit dem Detektiv? Da bin ich ja völlig pleite. Willst du dem Ganoven eine Rente bezahlen? Da ist ein Detektiv Bill, ja, glaub mir es. Und was soll dabei herauskommen? Das will ich dir sagen. Wenn der Fahrlehrer wirklich so untadelig ist, wieso ist er dann kein Fahrlehrer mehr? Zweitens, warum behauptet er aber noch einer zu sein? Und drittens, warum lügt er? Wieso lügt er? Hast du ihn geschlagen oder nicht? Hab ich nicht. Und warum lügt er dann? Warum reicht er dieses famose Führungszeugnis ein, ohne dass ihn einer drum gebeten hat? Das möchte ich alles wissen, aber ich weiß es nicht. Und wenn Jan ein guter Detektiv ist, kriegt das für mich raus. Was stellen Sie sich eigentlich vor? Ich stelle mir vor, dass der Klengel so ein Vorstrafenregister hat und dass er viele, viele Punkte in Flensburg hat und dass er ein Lügner ist, ein Heiratsschwindler und ein Schuldenmacher und außerdem wahrscheinlich ein Säufer.
Das rauszukriegen ist kein großes Problem, aber wenn er das alles nicht ist... Ich hätte Sie nicht darum gebeten, glauben Sie es mir. Ich weiß, dass der Kerl mies ist, der hat was auf dem Kerbholz. Beobachten Sie einfach, wie er lebt, was er arbeitet, was er in seiner Freizeit macht, was die Leute über ihn sagen, was er isst und was er trinkt. Was läuft denn hier eigentlich? Aufbruchstimmung. Sie haben die Ehre, die letzten Tage von Pompeji mitzuerleben. Ihr Chef, die neuesten Nachrichten. Was? Anwältin Isenthal mit der eisernen Hand? Das ist meine... Das ist meine Schlagzeile. Was Besseres ist denen auch nicht eingefallen. Es geht also los. Ich flanierte friedfertig mit meinem Auto durch die Stadt, da ich nicht mehr so gut zu Fuß bin infolge eines Rückenleidens, das ich mir wohl in meiner langjährigen Fahrpraxis zugezogen habe. Ich hielt die geforderten 30 km/h ein, als mir plötzlich ein Trabant rasant die Fahrerin eine... Was ist mit euch los? Die Fahrerin, eine gut gekleidete Dame, überholte mich, Fahrzeug der Berliner Stadtreinigung, zum Stehen und hinderte mich so an der Weiterfahrt. Dann stürzte die Dame auf mich zu, sie fasste mich an beide Ohren, riss daran, ohrfeigte mich mehrfach, sodass mir fast schwarz vor den Augen wurde und nannte mich ein altes Denunziantenarschloch. Ich habe seitdem chronische Kopfschmerzen. Schon gelesen. Und? Was sagt die eiserne Lady dazu? Das kann ich nicht wiedergeben, das ist nicht politikfähig. Also finden Sie raus, was der Klengel für so ein Interview abkassiert und wie oft er seine Story noch an den Mann bringen will. Senta, hol alle Zeitungen hoch. Lieber Gott, setzen Sie zurück, fahren Sie zum Hintereingang. Müssen sich der Meute stellen, Herr Isenthal, ob Sie wollen oder nicht? Ich werde Sie abhalten. Ja, ja, breit genug sind Sie ja. Wie lange leben Sie eigentlich hinter Ihrer Frau getrennt? Lang genug, um zu kapieren, dass ich ohne Sie nicht kann. Herr Isenthal, Sie haben sich von einer Partei getrennt, deren Gründungsmitglied Sie waren. Werden Sie sich Ihrer Partei gegenüber genauso verhalten wie gegenüber Ihrer Frau? Das wird von der Partei abhängen. Wie stehen Sie zu den Ohrfeigen, die Ihre Frau ausgeteilt hat? Und die Schläge? Noch dazu gegenüber einem gehbehinderten Rentner. Sie hat weder Schläge noch Ohrfeigen ausgeteilt. Und dass der Mann gehbehindert war, das konnte man nicht sehen. Außerdem, meine Herren, können diese zarten Hände etwas anderes austeilen als Streicheleinheiten? Haben Sie Ihre Frau unterdrückt? Könnte sein. Ich gebe zu, dass ich etwas aufgeregt war und mich im Ton vergriffen habe. Ich habe Herrn Klengel aber nur an den Ohren gefasst. Etwa wie man einen Lümmel an die Ohren fasst, wenn er ungezogen war. Herr Klengel, Sie haben gehört, was Frau Isenthal zu besagtem Vorfall ausgesagt hat? Äußern Sie sich bitte dazu. Als ich gezwungen war, stehen zu bleiben, rannte sie auf mich zu. Ihr sogenanntes Auto hat sie mitten auf der Straße stehen lassen, neben der Müllabfuhr. Da war die Straße dicht. Ich dachte, die Dame ist vielleicht blau. Sie wackelte ziemlich und ruderte mit den Armen. Ich dachte, die will doch was von dir und habe die Scheibe runtergekurbelt. Da fing sie auch schon an, mich auszuschimpfen, langte ins Auto, ich habe mir ja nichts Schlimmes gedacht, und riss mich an den Ohren und ohrfeigte mich. Und dann nannte sie mich Denunzianten-Arschloch. Und dann fuhr sie weg. Was haben Sie dann gemacht? Ich hatte sofort ganz schlimme Schmerzen, die habe ich auch heute noch. Die ziehen sich so über das ganze Gesicht rüber. Und ich kann auch mein Genick seitdem nicht mehr gut bewegen. Herr Klengel. Ja, was ist denn? Schon gut, danke. Und ich höre auch seitdem nicht mehr so gut auf dem rechten Ohr. Sie sollen doch die Wahrheit sagen. Aber ich sage doch die Wahrheit und ich habe so ein merkwürdiges Zucken mit dem Augenlid. Aber was haben Sie denn gemacht? Ich bin dann gleich zu meinem Hausarzt gegangen und habe mich untersuchen lassen. Ich hatte ja einen Bluterguss am Kopf. Dann zur Polizei. Ich dachte, ich habe ja was falsch gemacht und die Dame zeigt mich an und da wollte ich dann der Erste sein. Hm. Sind auf der Wache keine Bilder von Ihrem Kopf gemacht worden? Nee. Warum nicht? Weil es nichts zu fotografieren gab.
Ich weiß es nicht. Wird man da fotografiert? Entschuldigung, das wusste ich nicht, sonst hätte ich ja was gesagt. Frau Isenthal hat ausgesagt, Sie wären bereits eine Viertelstunde vor ihr hergefahren und hätten Sie am Überholen gehindert. Immer wenn Frau Isenthal überholen wollte, haben Sie nach links gezogen oder beschleunigt. Davon weiß ich nichts. Ich bin gefahren, wie ich immer fahre. Eher langsamer als schneller, immer im Limit. Ich war Fahrschullehrer von Beruf. Wo wollten Sie denn hinfahren an dem Tag? Ich wollte zu meinem Therapeuten, der mich selig betreut. Ich leide unter starken Depressionen. Und dann wollte ich noch ein bisschen ins Grüne. Ich bin ja nicht mehr so gut zu Fuß seit dem Unfall im Dienst. Herr Klengel hat im Dienst einem Fahrschüler durch sein beherztes Verhalten, ich möchte sagen, das Leben gerettet und sich selber dabei stark gefährdet. Herr Klengel ist seitdem nicht mehr arbeitsfähig. Mir kommen die Tränen. Und Sie haben nicht zu Frau Isenthal gesagt, ihr aus dem Osten müsst erst mal fahren lernen. Wenn nicht, werden wir euch dazu zwingen. Ich interessiere mich nicht für Politik. Frau Isenthal hat sich doch bei Ihnen entschuldigt. Hat sie da etwas davon gesagt, dass sie es eilig hatte? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das hätte ich ja verstanden. Jeder hat es ja schließlich mal eilig. Dann hätten Sie die Entschuldigung angenommen. Ja, natürlich, man ist ja kein Unmensch. Halt ja die Klappe. Siehst du nicht, was hier läuft? Im Moment glaubt jeder hier im Saal diesem armen alten Mann, der übrigens aussieht wie Motzki. Stimmt es, dass Frau Isenthal es eilig hat, in die Düsseldorfer Straße zu kommen, wo ihre minderjährige Tochter an einem Autodiebstahl beteiligt war? Ich war auf dem Weg dorthin. Es ging allerdings nicht um meine Tochter, sondern um einen Mandanten von mir, einen Jungen. Und es handelte sich auch nicht um einen Autodiebstahl, allenfalls um einen Versuchten. Ein Junge, der Haftverschonung hat in einem Verfahren wegen versuchten Mordes an mehreren Ausländern? Ich weiß nicht, Frau Staatsanwältin, was jener Fall mit diesem zu tun hat. Dürfen diese Jungs, die noch halbe Kinder sind, deren Eltern sich nicht um sie kümmern, nicht mal einen ordentlichen Verteidiger haben? Herr Vorsitzender, bitte, ich beantrage, dass diese Frage zurückgewiesen wird. Ja? Antrag angenommen. Na? Gibt's noch was Neues? Der Klengler hat tatsächlich einen Unfall im Dienst gehabt. Aber dass er dabei im Fahrstuhl das Leben gerettet hat, das ist gelinde gesagt ein Heldenepos. Ich habe mit dem Mann gesprochen. Das ist ein sensibler Mensch. Der Klengler hat ihn damals plötzlich angebrüllt. Guck in den Rückspiegel, du Arsch, bevor du abbiegst. Er hat ihm nicht nur einen Atem verschlagen, sondern auch einen Lenker verrissen. Volles Rohr gegen den Baum. Personenschaden? Das weiß er nicht mehr. Er stand unter Schock, aber der Klengel soll mit dem Kopf in die Scheibe geflogen sein und seitdem über Nackenschmerzen klagen. Kann ich das verwenden? Das muss ich selber entscheiden. Habe ich schon. Also bleiben Sie dran. Haben Sie denn nun den Satz zu Frau Isenthal gesagt? 40 Jahre lang habt ihr gepennt. Und auf einmal rast er mit euren Autos durch die Gegend, was ja verständlich wäre angesichts der Fahrleistungen mancher Ostdeutscher. Wissen Sie, als alter Fahrschullehrer sieht man ja so viel Unfug auf den Straßen, den sieht man schon gar nicht mehr. Da fragt man sich direkt, wozu die ganzen Fahrschulen noch da sind. Eben, aber antworten Sie mal auf meine Frage. Haben Sie diesen Satz gesagt? Weiß ich nicht. Ich war erregt. Gut. Wenn ich dann jetzt mal auf Ihre Verletzungen zu sprechen kommen darf, die Schmerzen in der Halswirbelsäule. Aus dem Attest des Orthopäden Dr. Rudolf geht hervor, dass Sie schon seit Jahren bei ihm in Behandlung sind, dass er Ihnen seit Jahren schwere Schmerzmittel verschreibt, weil Sie nämlich schon vor Jahren jene Heldentat vollbracht haben, von der Ihr Verteidiger ebenso herzerweichend gesprochen hat und die in Wahrheit ein Autounfall war, den Sie durch Anbrüllen eines Fahrschülers selbst verursacht haben. Ja, aber meine Schmerzen sind ja seit den Schlägen von der Dame jetzt erst recht wieder aufgeflammt, sodass ich jetzt die doppelte Dosis nehmen muss. Sie hat ja meinen Kopf an den Ohren fast aus den Gelenken gedreht und in ihrer verständlichen Eile mir einen Ohrlappen eingerissen. Wissen Sie, meine Ohren sind auch nicht mehr die besten, tut mir leid. Junge, normale Ohren hätten das sicher besser ausgehalten. Zu den Ohren komme ich gleich.
Ihre Innenohrschwerhörigkeit rechts beträgt laut Attest Ihres Hals-Nasen-Ohrenarztes 5%. Ist Ihnen nie aufgefallen, dass Sie rechts schwerer hören als links? Nein, nie. Aber diese Maschine hat es doch jetzt festgestellt. Ja. Und jetzt ist es Ihnen auch klar geworden. Nein, aber der Befund ist doch eindeutig. Ist eindeutig. Und es saust auch. Davon steht nichts in meinen Akten. Ich wollte das nicht auch noch sagen, aber vor Gericht muss man ja alles sagen. Ja, es saust. Aber es stört mich nicht so sehr. Ich kann damit leben. Aber diese fürchterlichen Schmerzen im Gesicht. Sollten wir dazu nicht den bestellten Sachverständigen hören, Herr Rechtsanwalt? Sofort, Herr Vorsitzender. Ich habe nur noch eine Frage zu den Schlägen. Womit ist denn geschlagen worden? Tja, womit schlägt man? Mit den Fäusten? Oder vielleicht auch mit der offenen Hand? Ja, das wären dann die angeblichen Ohrfeigen. Aber da war ja noch das Hämatom. Und Frau Staatsanwältin, ich wäre sehr glücklich, wenn der Zeuge das selbst beantworten könnte. Wo saß es denn nun, das Hämatom? Das ist doch im Attest von Dr. Janus deutlich beschrieben. Linksseitig, unter dem Haaransatz. Ich möchte es noch genauer wissen. Vorn oder hinten? Von Dr. Janus aus gesehen vorn. Und wo stand Dr. Janus, als er Sie untersuchte? Das weiß ich nicht mehr. Aber Sie werden doch noch wissen, wo es am meisten wehgetan hat. Ja, wissen Sie, mir dröhnte ja der ganze Kopf. Ich sehe diese Frage als völlig beliebig an, wo sich nun dieses Hämatom befand. Ja? Ich nicht. Stellen Sie sich doch mal die Situation vor. Ein schmales Autofenster. Eine Frau mit Armen und Händen, die im Vergleich zu meinen etwa wie zarte Blütenstängel aussehen. Selbst ein Mann mit so einer Faust wäre nicht in der Lage, mit einem Schlag ein Hämatom zu erzeugen. In Hinterkopfnähe. Das heißt wiederum auf der Strecke zwischen den beiden Ohren. Linksseitig. Was ja bedeutet hätte, dass meine Mandantin den Kopf des Herrn Klengel durch eine Drehung von 90 Grad erst in die richtige Lage hätte bringen müssen. Und dass Herr Klengel freiwillig in dieser Lage hätte verharren müssen und den Schlag abwarten. Denn um diesen hämatomerzeugenden Hieb führen zu können, hätte meine Mandantin notgedrungen wenigstens eins der beiden Klengelschen Ohren loslassen müssen. Und Frau Staatsanwalt, da ich mir keinen Menschen vorstellen kann, der das glaubt, deshalb interessiert mich die genaue Lokalisation des Hämatoms. Und nimmt Ihre Mandantin an irgendeiner Art Krafttraining teil? Oder hat sie es getan? Ich hasse Sport, vor allem diesen. Und Sie sind auch nicht Linkshänderin? Auch das nicht. Es wäre außerdem kein Vorteil für meine Mandantin gewesen. Wenn ich es mir richtig überlege, hat sie vielleicht mit beiden Händen zugleich zugeschlagen. Dann hätte sie auch ihre beiden Ohren gleichzeitig loslassen müssen. Ja, das kann ohne weiteres so gewesen sein. Ich kann mich da auch nicht mehr erinnern. Und warum ist dann nicht auf beiden Seiten je ein Hämatom gefunden worden? Also wissen Sie, mein Kopf ist jetzt auch nicht mehr der allerbeste. Wir machen jetzt eine kurze Pause und hören dann den Sachverständigen. Hast du nicht noch zu tun? Ach, reichlich. Also ich brauche dich eigentlich nicht mehr, eher im Gegenteil. Ich bin dir im Weg, ne? Sozusagen. Nimm deinen Alten mit, das entspannt die Atmosphäre. Schick morgen in der Presse, Isenthals flüchten aus dem Gericht. Da ist was drauf geschissen, der Prozess findet hier statt und nicht in der Presse. Du gehst jetzt aufs Klo. Und wenn sich alles verlaufen hat, dann verläufst du dich auch. Sag mal, gut sehen wir nicht aus, ne? Abwarten. Ich gucke mir jetzt erstmal den Gutachter an. Der und der Vorsitzende, die bilden ein langjähriges Team, denen will ich schon lange mal die Suppe versalzen. Ich beantrage für jedes Wehwehchen, das dieser erbarmungswürdige Mensch hat, einen extra Gutachter. Für jedes Wangenbrennen, Liderzucken, Ohrensausen. Und dann haben wir ja noch das in der Hinterhand, was Jan uns bringt. Wenn er was bringt. 5% Innenohrschwerhörigkeit. Für eine Ohrfeige. Es gab keine Ohrfeige mehr. Lass dich das bloß nicht ausrutschen. Bin ich ein Anfänger oder was? Würden Sie von einem so einer auch leid tun? Dir vielleicht, mir nicht. Jetzt pull an. Herr Isenthal, Sie haben eine sehr nette Frau. Wem sagen Sie das? Richten Sie sich danach. Wie man sich so trifft? Wie man sich so trifft. Aber damit eins klar ist, ich habe mir den Termin nicht ausgesucht.
Dienst. Ist da draußen immer noch so viel Betrieb? Ich möchte der Journalie nämlich nicht mehr ins Messer laufen. Ich habe da eine Geschichte für euch. Ich kenne nämlich mehr durch Zufall so einen Mann namens Klengel. Fahrschullehrer? Mhm. Aha. Der Klengel hat in den letzten 2 Jahren sage und schreibe 350 Verkehrsdelikte angezeigt. Das macht auf 2 Tage eine Anzeige. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Danke. Fahren Sie bitte fort, Herr Gutachter. Die Tatsache, dass der die Anzeige entgegennehmende Polizeibeamte die Prellmarke nicht sehen konnte oder das Hämatom, das durch den Faustschlag verursacht wurde, geht einfach darauf zurück, dass sie sich hinterm Ohr befand. Verstehe. Entschuldigung. Ich habe dich lang und breit entschuldigt. Moment. Laut Attest des Hausarztes befand sich die Prellmarke links vorn am Kopf, also vor dem Ohr. Außerdem müsste doch Herr Klengel selbst am besten wissen, wo sie sich befand. Wenn Sie einen solchen Schlag abbekommen, dann wissen Sie auch nicht mehr genau, ob dieser Schlag Sie nun am Haaransatz überm Ohr oder etwas weiter hinten getroffen hat. Ach so. Ich schätze, du lehnst diesen Gutachter ab. Das möchte wohl sein, der Herr Vorsitzender? Ja? Frau Isenthal lehnt den Sachverständigen, Herrn Professor Bracht, ab. Begründung? Der Herr Gutachter versucht hier einen Sachverhalt darzustellen, und das ist nicht seine Aufgabe. Es ist auch nicht seine Aufgabe, den Widerspruch zwischen den Aussagen des Herrn Klengel und denen seines Hausarztes auf diese Weise glatt zu bügeln. Der Herr Gutachter geht in unzulässiger Weise von Gegebenheiten aus, die in der Hauptverhandlung erst erwiesen werden sollen. Nämlich, dass Herr Klengel von meiner Mandantin tatsächlich geschlagen worden ist. Der Herr Gutachter hat sich darüber bereits eine eigene und sehr persönliche Meinung gebildet, und zwar eine Meinung zum Nachteil meiner Mandantin. Das ist für meine Partei Grund genug, und so ist es auch nach Paragraph 74 der Strafprozessordnung geregelt, den Herrn Gutachter, Professor Bracht, wegen des Verdachts der Befangenheit abzulehnen, was keineswegs einen Zweifel an seinen sonstigen Kompetenzen bedeutet. Die Kammer zieht sich zur Beratung über den Antrag der Verteidigung zurück. Möchte die Kammer wissen, wie viel Verkehrsdelikte Herr Klengel in letzter Zeit zur Anzeige gebracht hat? Das tut hier nichts zur Sache. Doch, das sagt etwas über die Sehnsucht nach Ordnung aus, von der Herr Klengel offenbar beseelt ist. 350 Verkehrsvergehen in 2 Jahren. Arschloch. Haben Sie da das gehört? Herr Klengel, unterlassen Sie bitte die Zwischenrufe, ja? Storys dazu? Der Klengel wurde wegen Bestechung gefeuert. Seine Lieblingsmarotte war, Frauen durchfallen zu lassen. Ausschließlich Frauen. Bis es Beschwerden gab. Auch wegen Grabschereien im Wagen. Ja, sein Lieblingssport ist Schießen. Vielleicht ist das ein Hinweis auf seine Schwerhörigkeit. Kriegst du Stoffes? Nee, danke. Derzeit hat er 2 Freundinnen. Beiden hat er die Ehe versprochen. Die Adressen liegen bei. Papa, was ist denn mit dem Buch? Was für ein Buch? Hast du mehr als eins? Bist du witzig. Meinst du mein Sparbuch? Das hatte ich bloß, damit du es plündern konntest. Je älter die wird, desto. Was ist mit dem Auto? Für das Auto hat er vor 3 Tagen einen Vorvertrag zum Erwerb abgeschlossen. Bezahlen will er das ganze bar. Sie wissen, was so eine Karre kostet? Hat der Mann außerdem eine Goldmine? Ja. Und zwar ist sie deine Ex-Chefin. Er denkt, er kann hier eine Rente abzocken. Ich hoffe, Sie können damit was anfangen. Wunderbar. Und ich hoffe, du kannst die Rechnung bezahlen. Nur damit bin ich noch nicht aus dem Schneider. Doch, du bist aus dem Schneider, aber du hast einen Fehler gemacht. Du hast die Nötigung und die Beleidigung zugegeben, ohne auf deinen Anwalt zu warten. Ich sage die Wahrheit. Ja. Du hättest das ganze Spiel gewinnen können. Diesem Zeugen hier glaubt kein Mensch mehr ein Wort.
so? Weil ich ihn genötigt habe und vollgeklaut. Andererseits wiederum so. Weil ja die Körperverletzung nicht zu beweisen war. Das heißt, der Typ hat praktisch keine Chance wegen Schmerzensgeld, ne? Kostenpunkt davon abgesehen? Prozesskosten zahlt der Staat. Dann ist es ja quasi ein Freispruch. Quasi ja, aber eigentlich auch wieder nicht, da ja beide Tatbestände in Tateinheit angeklagt waren. Und das heißt dann untechnischer Freispruch. Untechnischer Freispruch ist so schwer zu erklären, dass es selbst einem guten Juristen wie mir nicht leicht fällt. Obwohl deine Auffassungsgabe hervorragend ist, mein Schatz. Halt! Das Fahrrad ist für mich. Also stell dir einfach beim Boxen einen technischen K.O. vor. Du wankst und wackelst nicht, du kippst nicht um und darfst trotzdem nicht weitermachen. Für dich habe ich ein kleines Angebinde. Ich dachte mir, du hast es nötiger als ich. Danke. Bitte. Liegen jetzt etwa große Worte an? Ivo. Herr Engelmann? Oh. Oh. Ja? Herr Liebling hat kein Fahrrad mehr. Würde es Ihnen was ausmachen, ihn in sein neues Büro zu fahren? Nein, im Gegenteil. Es würde mir ein Vergnügen sein, Herr Liebling. Danke, ist nicht nötig. Ich nehme mir ein Taxi. Wenn du dann ein paar Jahre glücklich mit deinem Mann zusammengelebt hast und das Fahrrad nicht mehr brauchst, dann kannst du es mir persönlich zurückbringen. Das Rad gebe ich nie wieder her. Wir fahren! Ja, und was mache ich jetzt damit? Wenn Sie in Ihrem Detektivleben zufällig rauskriegen sollten, dass die Isenthal fremd geht, sagen Sie mir Bescheid. Spaßenshalber. Ne? Verstehe. Freut sich, dass Sie wieder im Westen kommen! Ach, Osten, Westen. In 20, 30 Jahren ist das alles zusammengewachsen.